Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man einen komplexen Spannungsteiler mit Hilfe eines Zeigerbildes bestimmen kann. Dazu nehme ich als Beispiel mal die Aufgabe 112 aus unserem Übungsheft. Da ist eine Schaltung gegeben, wo hinter dem Eingang erstmal eine Parallelschaltung ist aus einem Widerstand und einer Kapazität. Und dann gibt es nochmal einen Widerstand und eine Kapazität allerdings in Reinschaltung. Das hier vorne ist dann der Eingang dieser Schaltung. Da schreibe ich mal als Eingangsspannung U1 dran, gleich als komplexen Zeiger. Und hier hinten ist der Ausgang dieser Schaltung. Da schreibe ich die Spannung U2 dran als Ausgangsspannung. Und das ist der Widerstand R, das ist auch der gleiche Widerstand R, da schreibe ich mal dran als Impedanz dieser Kapazität CC. Und das hier unten ist die gleich große, eine gleich große Kapazität, auch mit der Impedanz CC, und die ist natürlich 1 durch J Omega C. Und das, was jetzt noch laut Aufgabenstellung gegeben ist, ist, dass der Widerstand genauso groß sein soll wie der Blindwiderstand dieser Kapazität. Und das, was gesucht ist, ist jetzt das Verhältnis der beiden Spannungen zueinander. Das ist das, was bestimmt werden soll mithilfe eines Spannungsteilers. Und das, was man jetzt natürlich machen kann, ist, man zeichnet sich ein Zeigerbild. Man könnte das natürlich auch rechnen, aber die Idee von solchem Zeigerbild ist jetzt, das Ganze mal grafisch zu lösen. Und ich schreibe hier hin, das ist, soll der Realteil sein, das ist die reelle Achse, das ist die imaginäre Achse in diesem Zeigerbild. Und was wir jetzt in das Zeigerbild reinzeichnen, um diesen Spannungsteiler zu lösen, sind praktisch die Impedanzen. Ja, weil man natürlich sich überlegen kann, in diesem Zeigerbild oder in dieser Schaltung, wenn ich den Spannungsteiler bestimmen will, dann wäre das R plus CC. Die Impedanz, über der diese Spannung abfällt, geteilt durch die Gesamtimpedanz dieser Schaltung, über der die gesamte Spannung abfällt. Und das wäre das gleiche R plus CC plus, und jetzt nehme ich mal gleich als andere Farbe, das, was wir jetzt gleich machen, ist, wir fassen diese Parallelschaltung zusammen zu einem ZRC dieser Parallelschaltung. Und das muss hier noch dazu, das ZRC. So, also das könnte man ausrechnen, natürlich mit Formeln. Die Idee von einem Zeigerbild ist, das jetzt nicht zu rechnen, sondern das Ganze grafisch zu lösen. Also das, was hier so ein bisschen kompliziert ist, diese komplexe Rechnung mit Betrag und Phase von den komplexen Zeigern einfach grafisch zu machen in diesem Zeigerbild. So, und ich fange mal an mit diesem R hier. Man kann Gelb und Grün nicht unterscheiden, aber ist nicht so schlimm. So, also das R, was macht das? Das ist rein reell, das ist ein Zeiger, der ist rein auf der reellen Achse. Ich male den mal ruhig hier relativ groß. Das soll das R sein. So, dann brauchen wir als nächstes natürlich das ZC. Die Formel hier oben, die sagt uns, das ist vom Betrag her genauso groß, aber das 1 durch J, kann man auch schreiben als minus j, und minus j zeigt auf der imaginären Achse nach unten, das ist dann ungefähr so lang, also ich habe jetzt kein Lineal hier, aber ungefähr so gleich so lang wie das, das ist zc. Und warum habe ich die jetzt direkt aneinander gezeichnet? Naja, weil das ja hier eine Reihenschaltung ist. So, also wäre dieser Zeiger hier, das wäre die Impedanz von diesem Teil. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Impedanz von dieser Parallelschaltung hier. Und dazu kann man sich erstmal überlegen, dafür nehmen wir die Admittanzen. Also wir nehmen jetzt mal den Leitwert von dem hier oben. Wenn man den Leitwert aufzeichnet, dann ist das auch einfach was auf der reellen Achse. Und ich zeichne das jetzt mal hier in die gleiche Richtung, also genauso natürlich in die gleiche Richtung und auch genauso lang. Das soll mal das G sein. Und zu dem G, zu dem Leitwert parallel, ist jetzt die Impedanz von dieser Kapazität. Und die zeigt natürlich auf der imaginären Achse nach oben, weil das ja das Umgekehrte von dem ist, 1 durch J Omega C.
Und das zeichne ich jetzt auch genauso lang, weil für die, wenn diese Bedingung hier für die Impedanzen gilt, gilt die natürlich auch für die Admittanzen. Also ungefähr genauso lang, das ist das YC, die Admittanz von dem Teil dort oben. So, und diese beiden Admittanzen zusammen, die ergeben jetzt die Parallelschaltung. Dafür benutze ich jetzt wieder blau. Das ist dieses hier. Das ist das YRC. Das ist jetzt die Admittanz von diesem Teil hier oben. Und das wollen wir jetzt als Impedanz haben. Was kann man da jetzt machen? Naja, wir müssen das jetzt invertieren. Und invertieren heißt, wir müssen eine Winkelinversion machen. Wir müssen aus diesem positiven 45-Grad-Winkel wird ein negativer 45-Grad-Winkel und wir müssen eine Betragsinversion machen. Und naja, jetzt könnte man sich überlegen, als einfaches Rechenbeispiel sind jetzt keine Zahlenwerte gegeben, aber wir könnten uns überlegen, das wäre zum Beispiel 1 Ohm, dann wäre das G hier an der Stelle, das wäre dann eben ein Siemens. Und der Betrag von dem YC hier, das wäre auch ein Siemens. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass, okay, ein Siemens in die Richtung, ein Siemens nach oben mit einem 45-Grad-Winkel, dann müssen das hier Wurzel 2 Siemens sein. Und genau die gleichen Werte kann ich auch mal hier unten dran schreiben. Also das hier wäre dann auch 1 Ohm, also minus J 1 Ohm. Der Widerstand hier, das wären auch 1 Ohm, sodass das, was sich daraus ergeben würde, dieser Gesamtzeiger hier für diese beiden, ja, für diesen Teil jetzt hier, das wären Wurzel 2 Ohm. So, und zu diesen Wurzel 2 Ohm muss jetzt noch das Invertierte von dem hier dazu. Ne? Wir haben bisher von dem Teil nur die Admittanz ausgerechnet. Wir brauchen jetzt noch die Impedanz. Und die Impedanz, wie gesagt, wir nehmen diesen Winkel, invertieren den und wir invertieren diesen Betrag. Und aus Wurzel 2 Siemens wird dann eben 1 durch Wurzel 2 Ohm. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, 1 durch Wurzel 2 Ohm, das müsste etwas sein, wo ich jetzt nochmal diesen Teil hinnehme, genau halb so lang. Ja, wenn das hier 1/2 Ohm ist. Und jetzt nehme ich diesen Teil hier auch nochmal genau halb so lang, wenn das auch 1/2 Ohm ist, aber mit einem minus J, damit das nach unten zeigt, dann wäre diese Strecke hier, die hier noch dran kommt, das wäre dann genau, naja, 1/2 zum Quadrat plus 1/2 zum Quadrat und davon die Wurzel wäre 1 durch Wurzel 2 Ohm eben vom Betrag her. So, und das heißt, das hier unten, das ist jetzt genau das ZRC, was uns noch fehlte. Das ist das hier oben, invertiert in Richtung einer Impedanz. Und das habe ich jetzt direkt hier dran gezeichnet, weil natürlich zu dem hier gezeichneten Teil dieser Teil einfach in Reihe geschaltet ist. Das wäre jetzt die Gesamtimpedanz der Schaltung, die sich zusammensetzt aus diesem orangen Teil, zumindest sieht das für mich orange aus, und diesem blauen Teil von diesem Teil hier. So, und das heißt, das ist auch letztendlich genau unser Spannungsteiler, den es hier auszurechnen galt. Ich nehme mal wieder grün als Farbe. Also diese Impedanz hier oben zusammen, das sind Wurzel 2 Ohm vom Betrag her. Wurzel 2 Ohm. Und ich schreibe hier mal hinter, um das richtig zu machen, mal E hoch minus J 45 Grad, weil das ja in einem 45-Grad-Winkel nach unten zeigt. Und die gesamte Länge dieses Zeigers, also es sind Wurzel 2 und nochmal das dazu, das sind sozusagen 3/2 von Wurzel 2 Ohm, ebenfalls mit dem gleichen Winkel E hoch
J minus 45 Grad. Und das, was man jetzt machen kann, ist natürlich, man kann die E-Funktion wegstreichen, man kann das Ohm wegstreichen, man kann das Wurzel 2 wegstreichen, man kann diesen Bruch noch umdrehen, sodass hier rauskommt, dieser gesuchte Spannungsteiler beträgt 2 Drittel. Also, wenn man hier vorne eine bestimmte Spannung drauf gibt, zum Beispiel 3 Volt, dann kommen hier hinten 2 Drittel dieser Spannung raus, zum Beispiel 2 Volt in dem Fall. Und ohne Phasenverschiebung. Also das heißt, obwohl hier was Kapazitives drin ist und es eine gewisse Phasenverschiebung gibt und hier auch was Kapazitives ist und es eine gewisse Phasenverschiebung gibt zwischen Strom und Spannung, gleichen die sich aufgrund dieser Bedingung genau gegenseitig aus, sodass diese Schaltung, naja, ein bisschen aussieht wie ein, oder im Prinzip genauso aussieht wie ein rein ohmscher Spannungsteiler, in dem es keine Phasenverschiebung gibt zwischen der Ausgangsspannung und der Eingangsspannung. Die Ausgangsspannung einfach 2 Drittel so groß ist wie die Eingangsspannung. Und das hätte man auch alles natürlich aus der Formel hier unten ausrechnen können. Der Vorteil eines Zeigerbildes ist, dass man keine große komplexe Rechnung machen muss, sondern das Ganze auch wunderbar schön grafisch lösen kann.